Sehr erfreuliche News für alle IB-Fans. Fabio Rieder, du verlängerst deinen Vertrag. Ja, ich bin überglücklich, dass ich meinen Vertrag bei meinem Herzensverein um ein Jahr verlängern konnte. Von 2024 auf 2025. Ich bin der Meinung, dass ich da ein weiteres Jahr, dass es sehr gut tut, wenn ich da noch ein Jahr bleibe und an mir zu arbeiten. Ich glaube, ich habe optimale Begebenheiten mit dem Umfeld, mit dem Staff, mit dem ganzen Verein, der hinter mir steht. Ihr Ziel, so wie mein Ziel, ist, mich noch einmal weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, hier die beste Möglichkeit. Du bist jetzt 2 Jahre in der ersten Mannschaft von IB. Ich zeige dir schnell ein Video. Wir haben 2 Teamkollegen von dir gefragt, ja, wie du so bist. Ich sage extrem talentiert, sicher. Gleich auch selbstbewusst. Ich glaube, sehr zuverlässig, ein sehr netter, bodenständiger junger Bursch, der noch etwas Grosses vor sich hat. Er ist immer wichtiger geworden für unser Spiel. Und ja, ich bin ihm Verantwortung mittlerweile. Er hat eine sehr, sehr gute Arbeitseinstellung, er hat einen sehr guten linken Fuß. Er hat ab und zu mal einen lockeren Spruch auf den Lippen. Neckt mal der eine oder andere. Von dem würde ich schon sagen, dass er ein Schlitzohr ist. Die Entwicklung stimmt absolut. Ich glaube, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja, man freut sich natürlich sehr, dass er noch ein bisschen einbehalten bleibt. Was sagst du dazu? Trifft der Beschreibung von deinen 2 Kollegen? Ja, ich glaube, es ist sehr schön, so etwas zu hören vom Senna und vom Lusti. Man kann sagen, dass es schon ziemlich stimmt, dass ich Schlitzohr bin ab und zu. Aber ich glaube, das habe ich in diesen 2 Jahren auch ein bisschen von ihnen gelernt. Es hat 2, 3 Spezialisten, die immer wieder Sprüche geben. Und da macht man mit der Zeit auch mit, weil man sich halt auch immer wie mehr integriert fühlt. Und auch das, was sie gesagt haben, wie ich auf dem Platz bin, stimmt, glaube ich, auch. Und ja, mein Ziel ist wirklich immer, mich täglich zu verbessern und immer das Beste geben für das Team. Der 17. Oktober 2020, wie sehr ist dir der noch im Kopf? Dein Debüt auswärts gegen Servet? Ja, ich glaube, das ist mir noch sehr, sehr im Kopf. Es war ein spezieller Moment. Ich habe, glaube ich, schon mehrmals gesehen, dass es dann meine erste Woche in der ersten Mannschaft war. Also die erste volle Trainingswoche. Und dass ich in einem Wochenende gerade von Anfang an spielen konnte, war umso schöner. Und natürlich auch der Versprecher am Schluss im Interview ist mir immer noch im Kopf. Sehr reife Leistung war damals, ich kann mich noch erinnern. Und vor allem auch an sein Interview nachher, wo der Spitzname entstanden ist. Das ist heute noch ganz witzig. Ja, ich denke, der grösste Unterschied ist natürlich die Physik. Mit seiner Physikkeit, die er damals im Interview gesagt hat, ist er ganz gut beschrieben, weil er wirklich auch vom Physischen kommt. Er ist auch der Physi bei uns. Ja, der hat sich etabliert. Ich glaube, nicht nur die Deutschschweizer, sondern auch die Französisch sprechenden nennen mich jetzt Physi. Und ja, auf einem Weg ist es auch gut. Da hat man keine, also ist man auch nicht verwirrt auf dem Platz, weil es 2 Fabus hat. Von dem her kann man da sogar noch etwas Positives rausnehmen. Sehr gut. Fußballerisch bist du bei Koppingen gross geworden, via Solothurn, dann zu IB gekommen, dann noch in der U16. Und dann hast du nach dem Gimmer auf der Geschäftsstelle von IB noch eine KV-Lehre gemacht. Und dort, wenn wir natürlich jetzt schnell her, die alten Arbeitsplätze anschauen, aber man kann glaub, definitiv sagen, du hast eine grosse Verbundenheit mit IB. Definitiv kann man so sagen. Ich bin eigentlich schon als kleines Kind mit meinem Vater das Spiel schauen. Und ja, später auf die U16 bin ich hierher gewechselt. Ich bin unter anderem U16 und U18 Meister geworden im Nachwuchs. Und habe dann später noch KV-Lehre gemacht. Von dem her kann ich wirklich sagen, ich habe eine grosse Verbundenheit mit diesem Verein. Du kennst hier eigentlich noch alle Mitarbeiter von IB nach deiner Zeit hier auf der Geschäftsstelle? Ja, ich glaube, die Zeit, die ich hier auf der Geschäftsstelle hatte, war wirklich super gewesen. Ich hatte es mit allen Leuten eigentlich sehr gut, sei das im Ticketing oder in der Buchhaltung, wo ich in beiden Orten gearbeitet habe. Aber nicht nur mit diesen Leuten, sondern auch grundsätzlich eigentlich mit allen, die hier auf der Geschäftsstelle gearbeitet haben. Und ich pflege eigentlich immer noch Kontakt mit ein paar Leuten. Für mich war es wirklich wunderschön hier. Wir wollen jetzt noch weiter aufsteigen unter das Stadiondach, weil deine Zeit hier ist eigentlich auch ein ganz grosser Aufstieg. In 2 Jahren, also sofort hast du Einsatzminuten gehabt, Europa League gespielt, in der ersten Saison Schweizer Meister geworden, letzte Saison dann Champions League gespielt. Eine unglaubliche Geschichte. Ja, kann man glaube ich so sagen. Es ist wirklich von 0 auf 100 gegangen. Klar hat es 2-3 Momente gegeben, in denen ich auch etwas weniger gespielt habe. Aber wir haben glaube ich sehr gut durchbeissen können, haben immer Vollgas gegeben im Training. Und auch wenn ich reinkomme. Und ich glaube, so ist es wirklich immer Schritt für Schritt weitergegangen.
Ein ganz spezieller Moment ist von letzter Saison Old Trafford gegen Manchester United in der Champions League. Ein riesen Ofen. Wie hast du deine Erinnerung? Das ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, heute immer noch nicht ganz fassen, wie ich das Goal gemacht habe. Ich habe immer noch die Szene im Kopf. Aber ja, ich weiß ehrlich selber nicht, wie das zustande kam. Aber es ist ein wunderschönes Gefühl. Und man glaubt, man kann davon träumen. Und dass man so etwas erleben kann in so einem jungen Alter, ist wirklich unbeschreiblich. Deine Entwicklung ist stetig aufgegangen. Wie siehst du deine Rolle jetzt für die neue Saison? Ja, ich glaube, ich will mehr Verantwortung übernehmen auf dem Feld. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Aufgabe, die wir die Verantwortlichen hier geben, den Trainer, dass sie ein bisschen mehr Verantwortung, wie gesagt, auf dem Platz übernehmen, ein bisschen coachen, mit den Leistungen vorausgehen. Und das ist doch ein bisschen das, was ich mir auch selber aus Ziel habe. Und wo führt der Weg dann noch her mit dem Favoriter? Ja, das werden wir sehen. Für mich ist immer wichtig, dass ich mich auf sie und jetzt konzentriere. Und das ist bleiben. Wir haben grosse Ziele, die Ziele wollen wir erreichen. Und wir wollen den Fans etwas zurückgeben. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit dem Verein gebe. Das werde ich auch machen und jedem Spiel Vollgas geben.